So, das hier soll mein neues Wohnzimmer werden. War vorher mein Schlafzimmer. Unten ist mir halt zu groß. Jetzt ziehen wir hier oben hin als Wohnzimmer. Da baue ich mir zwei, sag mal, Sofas. Die kommen da in die Ecke. Die sind dann beweglich mit Rollen drunter. Also kann man hinschieben, wo man Lust hat. Ja, hier mache ich eigentlich nichts Großartiges. So, da kommt der Fernseher hin. Und die ganze Wand hier. Die tue ich dann noch mit ja, Feinsteinzeug, nennt sich das, glaube ich, ja, bekleben, damit es schöner aussieht. Ja, und den Boden halt, den tun wir auch noch komplett abschleifen, damit er nachher so aussieht wie der hier. Ja, da kann man nur sagen, frohes Schaffen. Gettigerchen, dicke Katze. Atemmaske vergessen? Später. Ja, das ist jetzt der erste Schliff gewesen mit einer 40er Körnung, also von dem Schleifblatt her. Da habe ich halt, ja, ich denke mal gut, einen halben Zentimeter weggeschliffen. Das sieht man auch hier. Hier unten sind ja die Ränder. Da brauchen wir eine extra Maschine für. Das waren jetzt 2,5 Stunden. Und jetzt kommen noch zwei Schliffe. Ich glaube, ein 60er Watt und noch ein 100er. Umso höher, umso feiner ist es nachher. Also umso ja, weicher wird nachher die Oberfläche. Was ich gestern ganz vergessen habe, zu der Atemmaske hier, ist das Wichtigste eigentlich der Gehörschutz. Weil die Maschine ist schon sehr laut. Also Atemmaske und Gehörschutz anziehen. Hier wollte ich gerade noch mal die Funktion erklären. Also hier der Hebel, wenn man den hochzieht, dann geht die Maschine vorne hoch. Das heißt, man ist jetzt zum Beispiel unten hier am Ende von der Wand und will die Maschine wieder hier zurückziehen.
Dann zieht man den Hebel, die Maschine geht hoch und man kann sie ganz einfach nach hinten ziehen. Also man kann sie damit bewegen quasi. Da wird die Walze vorne hochgehoben. So, will man jetzt schleifen, lässt man den Hebel los und der Hebel, der wird nach vorne gemacht. Da geht das Walzblatt runter. Und jetzt fängt die Maschine automatisch sich an zu ziehen nach vorne. Katzi. Also wie gesagt, damit kann man bewegen. Und hiermit wird das Walzblatt runtergefahren und geschliffen. Ja, und wie gesagt, wenn man schleift, zieht die automatisch nach vorne. Und wenn man will, dass sag mal, ein bisschen mehr von dem Holz weggeschliffen wird, habe ich immer die Maschine, also mit beiden Händen gegriffen und so ein bisschen nach, also ich habe sie ein bisschen angehoben quasi. Und dann habe ich, wie gesagt, so ganz kleine Schrittchen gemacht hinter der Maschine. Und damit erzielt man auch ganz gute Ergebnisse. Oh, was denn? Jetzt aber schnell. Ja, nachher knuddeln, gell? So, jetzt wollte ich mal gerade zeigen, wie man den Beutel hier am besten leer macht. Der Beutel macht eigentlich den meisten Staub, die Maschine weniger. Hier sammelt sich immer viel Staub, also alles, was abgeschliffen wurde, von vorne. Deswegen sollte man gucken, dass man Fräulein das ein bisschen nach unten. So. Dann die Öffnung weit aufmachen hier. Vorne zuhalten, in den Sack reinstecken. Da kann man hier mit einer Hand festhalten und den Beutel leeren. Jetzt kommen die ja, ich sag mal Ecken dran und die Seiten. Hier sieht man halt schon, wie viel weggemacht wurde. So wie so eine Rampe beim Skateboardfahren. Das ist das Gerät, ja, Auffangbeutel. Da kommen dann so kleine Scheiben drunter. Wenn man sich halt ausleiht, darauf achten, dass das auch richtig klettet. Ich hatte mir auch eins ausgeliehen gehabt, ja, hat nicht mehr geklettet, ist die Scheibe direkt weggeflogen. Ja, und dann wollen wir mal anfangen.
So, die Ecke haben wir gerade schon geschliffen. Jetzt zeige ich mal, wie einfach das geht mit dem Teil. Hochheben. Schnell gehen würde, das wäre dann perfekt. So, 20 Minuten später. Sieht auch schon ganz schick aus. So, für die Ecken hier, da kommt man halt mit dem Schleifer nicht mehr hin. Das war so ein kleines Gerät. Da kann man schön mit, ja, an die Spitzen oben ran. So, jetzt sind wir fertig. Das hat jetzt so 4 bis 5 Stunden gedauert. Jetzt wird gleich noch alles sauber gemacht. Also den Raum ein bisschen vom Staub befreien. Und ja. Dann kann ich heute Abend schon anfangen, erst einmal zu lackieren. Boden muss ich gleich auch noch putzen.